Hallo und willkommen bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Heute, ihr ahnt es schon, geht es um unsere PV-Anlage, stationäre PV-Anlage mit Batteriespeicher. Und da möchten wir ganz gerne mal einen Erfahrungsbericht zu loswerden und euch auch eine kleine Vorstellung machen. Ansonsten würden wir euch natürlich auch gerne zeigen, wie wir das ganze Thema in IO-Broker eingebunden haben, was wir dort alles auswerten, wie das aussieht und so weiter und so fort. Und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. So, da sind wir jetzt wieder. Also, wie gesagt, es geht heute um unsere stationäre PV-Anlage. Wie sind wir dazu gekommen? Und wie gesagt, da gebe ich euch einen kleinen Einblick und auch ein paar Erfahrungswerte. Also, grundsätzlich muss man sagen, die Einstiegsdroge für die Anlage war unser Balkonkraftwerk hier auf dem Garagendach, was wir im September 2021 installiert haben und sind dann eigentlich im Anfang 2022, Januar 2022 auf die Idee gekommen und haben gesagt, da geht mehr und haben uns dann entschieden, eine stationäre PV-Anlage inklusive eines Batteriespeichers anzuschaffen. Wir haben die Planung teilweise alleine gemacht, auf Basis von Daten, wie man sie über PVGIS und über die HTW machen kann, um eine grundsätzliche Idee zu bekommen, was eigentlich möglich ist, und haben uns natürlich aber auch Angebote geben lassen. Ich glaube, so rund 5 bis 6 Angebote haben wir eingeholt von lokalen, wie aber auch überregionalen Anbietern. Und wir haben uns letztendlich für eine Anlage entschieden, eine Aufdachanlage auf unserem Hausdach mit 20 Platten, 395 Watt von Trina Solar. Heißt also, wir hatten runde 7,9 kW Peak oben auf dem Dach. Wir haben uns entschieden, einen Speicher zu installieren. Sehen wir im Hintergrund einen BYD HVS-Speicher mit 7,7 Kilowattstunden. Und das Ganze haben wir dann hier im April, Mai letzten Jahres installieren lassen. Wir haben uns für einen lokalen Anbieter entschieden, nicht weil die überregionalen so schlecht waren, sondern weil die Lieferzeit da am besten passte zu unseren Anforderungen. Wir wollten natürlich so schnell wie möglich mit so einer Anlage ans Netz gehen. Also, was haben wir uns aufs Dach gebaut? Ich hatte gerade schon gesagt, 20 mal Trina Solar, Full Black, 395 Watt. Kommen wir auf eine kW-Peak-Leistung von 7,9 kW circa. Wir haben einen Plenticore Batteriewechselrichter oder beziehungsweise einen Hybridwechselrichter mit 3 Strings, 2 Strings oben auf dem Dach und ein String, der hier unten in den Speicher geht, der kann 10 kW. Und wie gesagt, wir haben angefangen mit einem Batteriespeicher 7,7 Kilowattstunden und wir haben im Zählerschrank vorne in unserem Hauswirtschaftsraum den Smart Meter, den KEMSR oder irgendwie sowas von Costa, also als Smart Meter direkt hinterm Zähler. Der Vorteil nach der Inbetriebnahme im Mai war natürlich, dadurch, dass wir das Balkonkraftwerk hatten, hatten wir schon ein, zwei Richtungszähler. Wir haben das Balkonkraftwerk angemeldet. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Das Balkonkraftwerk, wie gesagt, angemeldet und darüber hat dann der Netzbetreiber dann auch entsprechend ein, zwei Richtungszähler eingebaut. Hatte für uns dann in dem Moment mit der großen Anlage den Vorteil nach der Inbetriebnahme, wir haben das Ding einfach angelassen. Also wir haben nicht wieder abgeschaltet, wir haben alle Dokumente ausgefüllt, wir haben alles eingereicht, wir haben das beim Netzbetreiber eingereicht, wir haben Marktstammdatenregister gemacht, also alles das, was wir machen mussten. Aber wir hatten halt, wir mussten nicht warten, ne, bis irgendeiner kommt und sagt, jo, jetzt dürft ihr, sondern wir haben es einfach angelassen. War aber auch grundsätzlich eigentlich kein Problem. Ne? Und das, was wir dann weiterhin gemacht haben, ist, dass wir im Zuge dieser Projektlaufzeit, also zwischen April und Mai, uns überlegt haben und gesagt haben, Mensch, ob das mit dem Dach und ob das reicht und vielleicht ein bisschen mehr. Und ich hatte ja auch in meinem Balkonkraftvideo darüber berichtet, dass wir so ein paar Windprobleme hatten mit der Aufständerung hier auf dem Garagendach. Und in dem Zuge haben wir uns dann überlegt und haben gesagt, wenn wir schon eh an dem Balkonkraftwerk was machen, dann lass uns doch hier auf dem Garagendach auch zusehen, dass wir für die große Anlage hier entsprechend noch zusätzlich Module aufbauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Die sind dann auch im Nachgang noch installiert worden im Laufe des Sommers. Da sind dann also 6 weitere Module hinzugekommen.
Das sind zum Teil, also zwei davon sind Full-Black-Module, A395 Watt, und ich glaube, die anderen vier sind normale Trina-Solarmodule mit 405 Watt, aber eben nicht als Full Black. Wir haben nur gesagt, also die sind dann weiter hinten am Garagendach, die sieht keiner. Da ist das nicht so schlimm. Also als Hintergrund neben dem eigentlichen Thema vom Balkonkraftwerk hatten wir natürlich auch überlegt und gesagt, als Leistungsreserve ist das sicherlich nicht schlecht für Zeiten, wenn das Wetter nicht ganz so toll ist. Und da haben wir uns gedacht, je mehr wir auf dem Dach haben, desto besser oder desto sicherer können wir dann natürlich auch den Speicher laden. Wie gesagt, das haben wir dann auch gemacht, und wir haben dann uns entschieden im Herbst, September irgendwie was, auch den Speicher zu erweitern. Wie gesagt, von 7,7 Kilowattstunden anfangs haben wir gesagt, wir nehmen ein zusätzliches Modul. Das Schöne an den Dingern hier ist hier, ne, bei dem BYD HVS-Modul oder bei dem HVS-Speicher, ich kann einfach, glaube ich, bis 12 kW kann ich, oder 12, irgendwas kW Kilowattstunden kann ich dort einfach die Speichermodule aufsatteln. Und wir haben jetzt von 7,7 sind wir auf 10,2 gegangen. Und der Grund war da eigentlich, dass wir festgestellt haben, dass unser Energiekonsum, wie er üblicherweise ist, dass wir sagen, wir essen abends um 6 und dann wird dann halt gekocht und dann ist das so, hat aber dann spätestens Mitte September dazu geführt, dass wir schon angefangen haben, an der Speicherladung zu knabbern. Selbst wenn das Wetter gut war, haben wir also dann die Energiemenge, die wir dann abends verbraucht haben oder beziehungsweise zum Kochen auch verwendet haben, nicht mehr aus der Sonne direkt bekommen können, sondern haben den Speicher schon anzapfen müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir, sag ich mal, in dem Bereich zwar immer den Speicher voll bekommen haben über den Tag, das war überhaupt gar kein Problem, aber er einfach nicht über Nacht gehalten hat, weil die Energiemenge, die wir dann am späten Nachmittag oder Abend daraus gezogen haben, einfach zu groß war. Dementsprechend haben wir uns das überlegt und das haben wir dann auch gemacht, und der ist jetzt hier auf 10,2 Kilowattstunden erweitert worden, und das haben wir gemacht im Februar 2023. So, und die Erfahrungen, die wir im Februar hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich positiv überrascht. Wir haben im Februar ja schon Tage gehabt, die sehr schön waren. Fast eine Woche, wo wir auch wirklich schön Sonne hatten. Und wir waren diese Woche autark. Völlig problemlos, kurze Tage mit allem, was dazugehört, ganz normales Leben. Und wir haben den 10,2 Kilowattstunden Speicher voll auf 100% geladen. Und wir waren am nächsten Morgen immer noch mit, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10% Restkapazität waren wir unterwegs, haben ganz normal dabei gelebt. Und von daher habe ich gesagt, okay, macht Sinn, definitiv. Das ist das, was ich zum Thema Hardware der Anlage sagen kann. Jetzt geht es eigentlich darum, dass ich euch gerne zeigen möchte, wie wir das Ganze in I/O Broker, in die Hausautomatisierung einbinden. Und da würde ich sagen, da gehen wir einfach nach oben ins Büro, an den Rechner, und dann zeige ich euch, was wir da alles gemacht haben und was wir da so auswerten. Bis gleich. So, für die Verbindung unserer PV-Anlage zum I/O Broker habe ich uns schon mal hier auf dem Rechner aufgeschaltet. Und was wir da sehen, ist quasi das Homescreen von unserer Visualisierung, die auch unten auf einem Tablet entsprechend an der Wand läuft. Und da sehen wir hier unten in dem Bereich halt das Thema Energie. Und hier sehen wir aktuell, wie der Batterieladezustand ist. Wir sehen hier das ganze Thema Netz, ob wir Strom beziehen oder beziehungsweise Strom abgeben. Wir sehen hier den Hausverbrauch, das heißt alles das, was bei uns im Haus passiert. Wir sehen hier die Leistung der stationären PV-Anlage, und wir sehen hier auf der rechten Seite, die letzte Kachel hier, die Leistung der Balkonanlage. So, wenn wir uns das jetzt noch mal etwas genauer anschauen wollen, können wir hier erstmal auf die Energie gehen und wir schauen uns dann die Energieübersicht des Hauses an. Das heißt also, hier zeigen wir sämtliche Energieflüsse, wie sie aktuell stattfinden. Und da sehen wir in der Mitte die große Kachel, das ist das Haus mit unserem Verbrauch. Und wir sehen hier unten noch eine Wallbox, die haben wir momentan nicht in Betrieb. Die hängt zwar schon unten in der Garage, da wir aber noch kein E-Auto haben, ist die momentan noch tot. So, und hier am Haus, da haben wir verschiedene Verbindungen. Wir haben natürlich einmal hier oben die Netzverbindung, wo wir also sehen, was geht ins Netz oder beziehungsweise was beziehen wir aus dem Netz. Wir haben hier auf der rechten Seite die Balkonanlage, das heißt also, das ist unser kleines Balkonkraftwerk. Da beziehen wir jetzt gerade 54 Watt und vom Dach für das Balkonkraftwerk kommen gerade 64. Wetter ist so ein bisschen gemischt. Wir haben späten Nachmittag,
Zwischendurch kommt mal ein bisschen die Sonne raus, aber wir haben Schauer, also zwischendurch auch dunkle Wolken. Von daher variiert das hier alles ein bisschen. Was wir hier auf der linken Seite dann sehen, ist, dass wir die PV-Anlage, unsere stationäre Anlage haben. Heißt also, wir haben hier oben die Leistung, die vom Dach kommt, mit 948 Watt aktuell. Wir haben hier den Inverter, der einen Teil der Leistung in die Batterie einspeist. Gerade Zustand, Ladezustand ist 88%. Und wir sehen hier, dass die Leistung, die in Richtung Haus abgegeben wird, rund bei 539 Watt aktuell liegt. So, das sind die Energieflüsse, wie wir sie aktuell darstellen. Wir haben hier dann auf der linken Seite Balkendiagramme zum Thema Tageserzeugung und Tagesverbrauch. Also die Tageserzeugung oder die Erzeugung, der obere Balken sagt eigentlich, was haben wir mit unseren PV-Anlagen erzeugt. Was haben wir im Haus aktuell verbraucht heute? Was würde im Zweifelsfall ein Auto über die Wallbox verbrauchen? Und wir haben hier die DC-Einspeisung in die Batterie. Die ist aber unabhängig von dieser Erzeugung, die wir hier in der ersten Reihe sehen. Ja, also die DC-Leistung wird ja auch direkt hier im Wetter, die wird ja gar nicht erst in AC umgewandelt, sondern hier wird eigentlich direkt quasi die Gleichspannungsleistung, die wir vom Dach bekommen, auch 1:1 in die Batterie eingespeist, ohne Umwandlung. So, und dementsprechend ist die hier separat und da sehen wir also, wir haben heute 8,8 Kilowattstunden in den Speicher eingespeist und wir haben aus dem Netz 0,7 Kilowattstunden bezogen, um halt hier um die Tageserzeugung zu haben. Der Tagesverbrauch, der schlüsselt sich jetzt so auf, dass ich sage, wir haben einen Verbrauch im Haus von 11,1 Kilowattstunden und wie setzt sich der eigentlich zusammen? Heißt also, wir haben 0,8 Kilowattstunden, die wir aus dem Balkonkraftwerk, auch vom Garagendach bekommen haben. Wir haben 5,1 Kilowattstunden, die wir von der PV-Anlage vom Dach bekommen haben. Und die Batterie hat uns heute auch schon 5,1 Kilowattstunden Energie geliefert. Das heißt also, da ist natürlich noch Restenergie auch vom gestrigen Tag drin. Und natürlich heute über den Tag, wenn es, weiß ich nicht, dunkel war, geregnet hat, dann haben wir natürlich auch Leistung aus der Batterie bezogen. Vom Netz haben wir uns heute 0,1 Kilowattstunde geholt. Dieses Thema Eigenverbrauchssteuerung steht hier gerade auf keinen Überschuss, möglichst keine Verbraucher zuschalten. Die Programmierung hier ist jetzt nach der Ergänzung mit dem zusätzlichen Speichermodul nicht mehr ganz richtig. Deswegen funktioniert die aktuell nicht sauber. Das heißt, ich muss da noch mal ein paar Daten anpassen, damit die wieder funktioniert. Die ist eigentlich dazu da, das ist so eine Hilfsstellung, so eine Ampel, grün, gelb und rot. Rot heißt möglichst keine zusätzlichen Verbraucher, große Verbraucher, weiß ich nicht, Waschmaschine, Föhn, Staubsauger, irgendwie was einschalten. Gelb heißt ja, einschalten, aber selektiv, also nicht alle auf einmal. Und grün heißt, mach dir keinen Kopf, alles dran. So, und das erfassen wir oder das habe ich hier auch im IO-Broker programmiert über die entsprechenden Restmengen, die wir voraussichtlich am Tag noch aus der Sonne bekommen, berechne ich, wie viel Prozent oder wie viel noch in unserem Speicher fehlt. Und auf dieser Basis kann man da so ein bisschen was zurechtskripten, damit man so eine Ampelsteuerung kriegt. Weil wenn man da unten drauf guckt und einfach sagt, okay, alles ist grün, dann weiß ich Bescheid. Und wenn halt rot ist, ist rot. Das ist das, was wir hier haben. Das ist die Energieübersicht. So, jetzt können wir hier mal gucken. Die Garage hatte ich in einem anderen Video ja schon vorgestellt. Wir gehen jetzt dann hier auf die Dachanlage. Und auch hier sehen wir auf der rechten Seite das große Leistungsdiagramm über 24 Stunden. Da sehen wir also mal, wieso die Verläufe heute waren oder in den letzten 24 Stunden waren. Wir sehen also, wir haben teilweise Bereiche, wo wir wirklich ganz massiv Sonneneinstrahlung haben. Hier die grünen Spitzen, da sieht man wunderbar, dass die Leistung vom Dach also locker die 10 kW-Grenze überschritten hat. Und man sieht aber auch, dass wir dann in dem Zusammenhang natürlich auch ins Netz einspeisen, weil wir die Energie nicht in der Höhe in den Speicher kriegen. Die Ladeleistung für den BYD-Speicher, die liegt jetzt mit der Größe, glaube ich, irgendwie bei 5,6 kW. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht und ich im Haus nicht verbrauche, schicke ich ins Netz. Das ist einfach so. So, wie gesagt, das kann man sich hier angucken. Wir sehen hier unten die aktuellen Werte. Heißt also, was sind jetzt wirklich die einzelnen aktuellen Werte? Was liefern wir ins Netz? Was sagt unser DC-String 1? Was sagt der DC-String 2? Und was sagt unser AC-Verbrauch hier im Haus?
Auf der linken Seite sehen wir die Erträge von heute, vom Vortag, von dieser Woche, von der Vorwoche, von diesem Monat und auch vom Vormonat und von diesem Jahr und auch vom Vorjahr. Und hier kann man dann auch wunderbar ablesen, ja, wo stehen wir eigentlich momentan, was haben wir eigentlich heute schon entsprechend geerntet, in Anführungszeichen. Also wir haben heute 10,9 Kilowattstunden vom Dach geholt über die Dachanlage. Die Garagenanlage wird nochmal separat gerechnet hier. Wir haben gestern, da war der Tag etwas schöner, haben wir 23,3 Kilowattstunden vom Dach geholt. Und wenn wir hier auf die Woche gucken, dann haben wir in dieser Woche rund 88,7 Kilowattstunden und in der Woche davor 178,9 Kilowattstunden vom Dach geholt. Und im Monat, also der Monat März, liegt hier mit 508 Kilowattstunden und der Vormonat, der Februar, mit 494. Und in diesem Jahr haben wir schon 1164,1 Kilowattstunden gemacht und im letzten Jahr haben wir 5737 gemacht. Schon nicht schlecht. Das ist das ganze Thema, so eine Übersicht über das Hausdach bzw. über die Hausdachanlage. Jetzt gehen wir mal zur Batterie. Und hier an der Batterie können wir jetzt auch sehen, dass wir, wenn er sich jetzt öffnet, genau auch so eine Art 24-Stunden-Diagramm haben, wo wir sehen, zu welchem Zeitpunkt wurde geladen, wo wurde entladen und wie ist eigentlich der State of Charge, das heißt also dieser SOC-Wert, das ist die blaue Linie hier, da sieht man wunderbar, solange man am Abend noch auf ist und der Fernseher läuft oder was auch immer, dann ist die Kurve hier etwas steiler, dann flacht die etwas ab und dann geht am nächsten Morgen das Leben irgendwie weiter, dann gehen Rollladen hoch und was weiß ich nicht alles und dann sieht man, dass das Auswirkungen dann auch auf den Ladezustand der Batterie hat. So, und hier sehen wir dann auch auf der linken Seite, sehen wir dann also den Ladezustand, also aktuell sind wir bei 88%. Ich hoffe, dass wir heute Nachmittag noch ein bisschen was reinkriegen. Aber das sollte eigentlich passen. Also mit der großen Batterieladung dürfte, wenn morgen nicht das Wetter ganz schlecht ist, sollten wir mit 88% aber auch über die Nacht kommen. Die Ladeleistung, die wir aktuell haben, sind 562 Watt. Da sehen wir hier auch, da ist ein grüner Pfeil. Das heißt, das ist die Begrenzung der Ladeleistung. Hier den roten Pfeil habe ich gerade natürlich nicht zugesagt. Das ist der Min-SOC, das sind die 5%. Darunter geht die Batterie nie. Oder üblicherweise, sie geht auch schon mal auf 4, aber ob das wirklich ein realer Wert ist, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sollte der Min-SOC 5% der Kapazität nicht unterschreiten. Deswegen ist der rote Pfeil hier. Der grüne Pfeil sagt dann hier die maximale Ladeleistung, die wir haben. Also ich meine, das sind im Grunde 5600 irgendwas kW, die wir mit dem 10,2 Kilowattstunden speichern können. Und bei der Endladeleistung ist die genauso hoch, auch 5600, schieß mich tot. Und dementsprechend auch hier der gelbe Pfeil. Wir haben hier noch die Möglichkeit, intelligente Batteriesteuerung ein- oder auszuschalten. Das gilt für den Wechselrichter, für den Plenticore. Der hat die Möglichkeit, diese EEG-Grenze 70% entsprechend so ein bisschen auszubremsen. Das heißt also, mit der intelligenten Batteriesteuerung mache ich Folgendes, dass ich zum Beispiel nicht am frühen Morgen direkt anfange, die Batterie zu laden. Und dann in der Mittagsspitze die 70% gekappt bekomme. Das heißt also, der verzögert die Batterieladung und nimmt dann quasi die Mittagsspitze mit. Das heißt, ich habe morgens eigentlich mehr Möglichkeiten, noch, sag ich mal, die Energie entsprechend entweder selber zu verbrauchen oder sie aber auch ins Netz einzuspeisen. Weil 70% kappen heißt, kann ich auch nicht ins Netz einspeisen. Hier kann man noch den Min-SOC einstellen. Das macht unter Umständen Sinn, wenn im Winter oder zu Wetterperioden, wenn also wenig Sonne auf den Speicher fällt, dass man hier also versucht, den Min-SOC ein bisschen nach oben zu ziehen, um, sage ich mal, wenn man viele schlechte Tage hintereinander hat, zu vermeiden, dass man sich hier unter Umständen entweder die Batterie zu stark entlädt, wobei da guckt das Batteriemanagement schon relativ genau hin, oder aber, dass man sich die Batterie, sag ich mal, übers Netz nachlädt. Das heißt also, wenn ich eine Chance habe, dass ich 20% stehen lassen kann, weil ich die aus der Sonne kriege, macht das natürlich mehr Sinn, als wenn ich jedes Mal auf die 5% irgendwie wieder hochlade aus dem Netz, weil er die Mindestladung erreichen muss. Dafür habe ich hier die Plus- und Minustasten, da kann man das noch ein bisschen rauf und runter stellen. Habe ich aber ganz ehrlich gesagt bislang so noch nicht gebraucht. So, das ist das Thema Batterie. Wallbox, da haben wir nichts hinter, da können wir draufklicken, da ist gar nichts. So, jetzt kommen wir hier zum Tag
Und hier sehen wir jetzt so ein bisschen Kreisdiagramme, nämlich zum ganzen Thema, was haben wir eigentlich erzeugt und was haben wir im Hausverbrauch. Und da geht es natürlich einmal um das ganze Thema, wie ist eigentlich unsere Eigenverbrauchsrate und wie stehen wir momentan mit der Autarkie. Und da sehen wir heute in der Erzeugung, und das deckt sich ja auch mit dem, was wir gerade da schon in dem Übersichtsbild gesehen haben, wir haben heute 11,7 Kilowattstunden erzeugt. Und von diesen 11,7 Kilowattstunden haben wir 11,02 haben wir selber verbraucht und 0,78 Kilowattstunden haben wir ins Netz eingespeist. Zukünftig kann man hier jetzt auch noch sagen, okay, ich habe von dem erzeugten Strom auch noch etwas fürs Auto verbraucht, aber wie gesagt, das haben wir momentan noch nicht. Und über diese Werte ergibt sich dann ein Eigenverbrauch von aktuell 94%. Der ist natürlich relativ hoch. Der wird im Sommer oder in Richtung Sommer wird er natürlich immer weniger, weil die Energiemenge, die ich produziere, so groß wird, dass ich das eigentlich ja hier im Haus gar nicht verbrauchen kann. Und dementsprechend sinkt dann auch die Eigenverbrauchsrate. Das verdiente Geld für heute, yippie-yay, 5 Cent, EEG sei Dank, ne? Aber gut, ist halt so. Ich glaube, wir haben eine Einspeisevergütung von 6,5 Cent die Kilowattstunde. Lächerlich, aber okay, ist ein anderes Thema. Dann haben wir hier noch das ganze Thema Hausverbrauch. So, und diese 11,3 Kilowattstunden, die wir heute verbraucht haben, wie haben sich die zusammengesetzt? Und das sieht man hier wunderbar, ne? Also wir haben hier das Blaue, das ist der Batterieanteil mit 45%. Wir haben den Balkonkraftwerkanteil, der hier bei 8% liegt. Das ist der gelbe und der grüne. Das ist die stationäre PV-Anlage, die liegt hier bei 46%. Und 1% hatten wir heute Netzbezug. So, das kann man so da darstellen. Und da sehen wir dann auch, dass die Autarkie heute bei 99% liegt. Was für einen Tag, der eigentlich gar nicht so dolle ist, im März schon eigentlich ganz ordentlich ist. Und die eingesparten Stromkosten liegen wir bei 4,33 Euro. Hier habe ich mal in so eine Berechnung dann einfach unseren Strompreis oder unseren Bezugspreis einfach mal hinterlegt. Und dementsprechend gibt es da so ungefähr einen Richtwert. Das ist natürlich alles relativ kompliziert, wenn sich dann unterjährig irgendwie der Strompreis ändert, weil der Netzbetreiber oder der Versorger sagt irgendwie was anders, dann muss man dann natürlich immer ein bisschen hinterher sein. Ist noch nicht ganz so schlau, da habe ich noch nicht so den richtigen Weg gefunden, aber da bin ich noch dran. Vielleicht verändern wir da noch ein bisschen was. So, das ist der heutige Tag oder der aktuelle Tag und das Gleiche können wir auch machen für den Monat. Und dann sind wir im Monat März. Und für den Monat März sehen wir, was wir an Erzeugungsleistung haben. Wir haben 536,4 Kilowattstunden erzeugt. Davon haben wir 60% im Hausverbrauch, 40% ins Netz gespeist. Also haben wir eine Eigenverbrauchsquote von 60%. Und Geld haben wir auch verdient, knapp 15 Euro für einen Monat. Naja, gut, okay. Ja, bei McDonald's eine Pommes essen oder irgendwie so, dafür reicht es noch. So, beim Hausverbrauch haben wir hier 390 Kilowattstunden in diesem Monat verbraucht und diese 390 Kilowattstunden haben wir uns zu 18% aus dem Netz bezogen mit 68 Kilowattstunden. Wir haben 36% selber mit der großen Anlage vom Dach geholt und wir haben 7% mit der PV-Anlage, mit der Balkonanlage, also das sind hier 28,4 Kilowattstunden, sieht man hier unten, und 40% ist der Batterieanteil. Und da sieht man schon, dass der Batterieanteil, der ja eigentlich für die Nacht oder für die Zeit da ist, wo die Sonne nicht scheint, schon ein sehr, sehr großer ist. Der verändert sich natürlich nachher, wenn die Tage länger werden und wenn in Richtung Sommer kommen, dann wird der Batterieanteil natürlich geringer und der Dachanteil größer. Aber aktuell ist das noch so, dass der Batterieanteil sogar aktuell größer ist als der Dachanteil im Monat März. So, und die Autarkie für diesen Monat liegt bei 83% und eingespart haben wir aktuell 125,22 €. So, jetzt können wir das Ganze nochmal fürs Jahr machen. Da kann man dann auch nochmal drauf schauen. Da haben wir dann nämlich auch die Erzeugung, 1221 Kilowattstunden, 57% davon sind ins Haus geflossen, 43% haben wir ins Netz geschoben. Sieht man hier auch anhand des Kreisdiagramms. Wir haben verdientes Geld, 35,79 € in diesem Jahr. Und wir haben eine Eigenverbrauchsquote von 57%. So, und beim Hausverbrauch sehen wir hier 1287 Kilowattstunden hätten wir oder haben wir Energie verbraucht. Davon haben wir 24% aus der Batterie geholt, 5% aus der Garage, 26% vom Dach und 46% haben wir vom Netz bezogen. So, und hier haben wir jetzt nochmal eingesparte Stromkosten von 268,17 €. So, das war er auch schon. Unser Video über die Anlagenvorstellung unserer stationären PV-Anlage, Erfahrungsbericht nach fast einem Jahr. Gerne lasse ich euch natürlich auch hier Updates zukommen zum Thema Performance, Leistungsmessung und so weiter und so fort.
Kommentare bitte unten in die Kommentarfelder. Ich versuche alles schnellstmöglich entsprechend zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super, super über einen Daumen rauf freuen. Und wenn ihr interessiert daran seid, was wir hier weiterhin alles so tun und was ich euch zu erzählen habe rund um das Thema Haustechnik, auch zum Thema PV und so weiter, unsere Erfahrungen zu dem ganzen Thema, lasst ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn wir hier was Neues machen. Ansonsten gerne und auf Wiedersehen bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.